Ich verstehe eure Vorbehalte. Was? Ich hatte Dämonologie einen nicht zu Unrecht unangenehmen Ruf und es sind Was? Unfälle vorgekommen. Wenn es euch nicht behagt, dann könnt ihr gerne auch weiter mit euren gerade so übersterblichen Mitteln agieren und wir vergessen die Sache wieder. Wir könnten ihm einen eigenen Dämon um den Hals legen. Dann kontrollierst du ihn. Und wenn es einen so stark macht, warum legst du dir dann einen solchen Dämon nicht um den Hals? Einen eigenen Gorgolom für den Priester aus den Sümpfen. Diamantis, mache ich auf euch den Eindruck, wie jemand, der Wert dafür hat, groß, stark oder schnell zu sein? Diamantis murmelt ein wenig vor sich rum und mehr zu sich selbst gesprochen. Wir können ihn auch klüger machen. Wir stechen ihm einfach die Nadeln in den Kopf. Kann ich die Beherrschung, seine Beherrschung vom Dämon, wenn es sein muss, wieder brechen? Von ihm? Sicher. Sagst du das laut? Also, du musst hörbar mit ihm sprechen, right? Das sind Selbstgespräche. Du führst dieses Gespräch nicht in deinem Kopf, oder? Ich höre deine Paktiererscheinung nicht. Okay, aber wenn du mit ihm sprichst, musst du sprechen. Frosty? Ja, genau. Also, das sind Selbstgespräche, die er führt. Nun, wir könnten euch eine magische Waffe zur Verfügung stellen. Oder eine eurer Waffen mit zum Beispiel Waffenbalsam behandeln, wenn es soweit ist. Und ihr könntet das für jedenfalls abstechen. Es ist nicht sehr kaufkräftig, wenn ihr so wollt. Er ist ein Scharlatan. Seine Beherrschung können wir jederzeit brechen. Gut. Ich vertraue dir. Hervorragend. Serpentino setzt wieder sein breites Händlernlächeln auf. Der alte Mann lächelt auch. Ich werde da einige Tage brauchen, um die nötigen Vorbereitungen zu treffen. Trefft mich in der Nacht am... Kurzer Blick zum vermutlich verschlossenen Fenster raus. Ich denke, in 6 Tagen von hier. Ich sage es euch noch einmal. Zur Stunde vor Mitternacht im Palast. In 6 Tagen von hier. Wir müssen schauen, wenn der Greif im Zenit steht, haben wir ein Problem. Alles andere ist in Ordnung. Gut. Hervorragend. Oh, und sagt der Kapitän ja nichts? Soweit verstanden. Ach, und hier. Diamantis drückt eine leere Fiole in die Hand. Übrigens, ziemlich, naja, würde ich nicht sagen, aber das war... Hat ziemlich reingeknallt. Ja, übertreibt es nicht mit dem Konsum, ja? Ja, ich habe noch mehr davon. Wir haben noch mehr davon. Nur die Langzeiteffekte sind unklar. Ich hatte mal einen Kollegen, der hat es mit den Willenstränken übertrieben. Hat ihn zu einem hervorragenden Beschwörer gemacht, bis es nicht mehr so war. Na gut, einen angenehmen Abend noch. Und dann gehen wir wieder. Direkt zu Zulamin. Wo war ich stehen geblieben? Ach so, ja. Blackerats Reich. Sei dir sicher, dass jedes Gesetz, das du nicht kennst, dort neu mit deinem Blut geschrieben wird. Feier dich gegen Schmerzen und Folter. Lass dir ein drittes Auge wachsen auf deiner Schulter, wenn du willst, um Verfolger zu erkennen. Verdammt für die ewige Hatz auf seinesgleichen. Vielleicht gar auf dich selbst, die jedoch nie zum Erfolg führen kann. Das Reich von Tyrkramans Gesetz kennt Gesetze und Zeichen des Gesetzes, die du überall sehen wirst. Ein Rad aus lebendem Feuer, daran geflochtene Diebe, enthauptete Philosophen, die zu viel gedacht haben. Und so lauschst du wieder den Worten des alten Mannes. Er von schweinsköpfigen Vögten erzählt, schlangenleibigen Richtern und der Streckbank, die über Meilen in die Länge sich dreht und windet, von Ketten, von Tauen und von einem Äon der Qual. Andere Gespräche, die andere Leute miteinander führen möchten. Ich
nicht mehr zu, Lamin. Aber mach es wen anders, falls noch jemand was hat. Dann möchte sich jemand melden. Bollax. Achso. Nö. Nö. Gut, ich habe keine Gespräche zu führen. Ich bin. Wann heiratest du? Was? So schnell wie möglich in Valusa. Dann betritt Zulamin nach dem erfolgreichen Gebet wieder das Schiff, streift sich den Schleier von der Schulter und betritt ihre Kajüte, wo Serpentilio schon wartet. Ich weiß es nicht. Ich glaube, du hörst ihn schon von draußen. Die Tür sind so leicht angelehnt, angeregt, irgendwie mit Abo diskutieren. Also halt ein leichtes Gespräch führen und dann immer wieder energisch sein Tulamidia korrigieren, weil er halt in Ucholamidische Vokabeln oder Betonungsarten reinrutscht. Ah, Capitania. Es ist schön, dass ihr wieder da seid. Man hat euch auf dem Schiff vermisst. Niemand konnte mir sagen, wo ihr hingegangen werdet. Er schielt irgendwie zu. Hassan sitzt vermutlich auch hier drin, raucht seine Pfeife. Oder ich nehme an, er hätte gekonnt, aber er wollte nicht. Ich verstehe. Nun, ich bin ja wieder da und wer ist der Herr in eurer Begleitung? Oh, das hier ist Abu. Ihr erinnert euch vielleicht an ihn. Er hat versucht, mir die Niere herauszustechen in Türkisch. Oh, da war ich nicht dabei. Deswegen habe ich ihn noch nie gesehen, aber ihr konntet eure Differenzen überwinden? Nun, Einen Moment lang denke ich drüber nach. Großkopter. Im weitesten Sinne. Wird für uns arbeiten. Nun, das erscheint mir gleichermaßen unwahrscheinlich wie erfreulich. Und dann sage ich auf Ur-Tulamidia zu Abu. Willkommen auf Aviandas Rettung. Ich lerne schnell. Ich gebe zu, sein Tulamidia wird besser. Nun, jedenfalls, es erschien mir nicht sehr nett, ihn mit hier hingebracht zu haben und dann einfach hinauszuwerfen. Also, irgendwas müssen wir hier. Wenn die erhebt sich dann aus deinem Schreibtischstuhl, klopft sich nochmal die Kleidung gerade. Nun, ich wollte euch auch nicht weiter mit den Dingen behelligen. Oh, eine Sache noch. Ich werde einen gehörnten Dämon beschwören und einen Diamantestal pflanzen, der ihn stärker, schneller und intelligenter macht, wenn mir auch Kontrolle über ihn ermöglicht oder ihn umzubringen, falls er aus der Reihe tanzt. Nicht so weiter wichtig. Schönen Tag noch und zieh die Tür mir zu. Serpentilio? Ja. Welches Detail hat euch verwirrt? Kommt doch noch einmal rein und schließt die Tür hinter euch. Ihr tut was? Nun, euch ist aufgefallen, dass der Mann ziemlich viele potenzsteigernde Alchemiker in sich hineingibt. Ja, so halb. Aber was hat das damit zu tun? Nun, ich dachte mir, dass diese Sicht stattdessen eine permanentere Lösung der ganzen Sache organisieren. Eine permanentere Lösung. Ein gehörter Dämon. Ja, exakt. Nein. Einfach nein. Und was war der andere Teil? Ihr habt eine ganze Menge in sehr kurzer Zeit gesagt. Nun, ist euch aufgefallen, dass der Mann in letzter Zeit seltsam ist? Er angespannt? Er spricht manchmal mit Leuten, die nicht mit ihm gesprochen haben? Solche Dinge? Das ist mir in der Tat aufgefallen und er benimmt sich auch sonst merkwürdig. Nun, es erschien mir angemessen, ihm unter dem Vorwand der persönlichen Stärkung einen Diener unterzujubeln, der ein Auge auf ihn haben könnte. Ihr seid wahrlich eine Schlange. Nun, mein Sedentiere wurde nie ergründet und ich würde es gern so lassen. Ich verstehe, warum. Und wie wollt ihr das anstellen? Darauf wird er sich niemals einlassen. Hat er bereits. Nicht euer Ernst. Doch, Capitania. Solamin massiert sich die Schläfe. Lasst mich ein wenig drüber nachdenken, ja? Die ganze Sache ist schon im Gange. Ich will nicht, dass ihr sie noch aufhalten könntet. Ich wollte euch nur informieren. Nun, das war das, was ich euch auferlegt habe, oder?
In der Tat. Ich werde der Weisung allerdings darauf hin, dass ich die Beschwörung nicht im Schiff durchführen werde. Dafür wolltet ihr den Raum im Blauen Palast, ja? Exakt. Warum nicht auf dem Schiff? Nun, es ist eine relativ großflächige Geschichte. Wir brauchen drei Duodekagramme, ebenso ein Heptagramm und ein Pentagramm, die alle ineinander geschachtelt sind. Und das Ganze ist in einem Chemielabor, in dem dauernd Leute hin und her laufen und Sachen tragen und manchmal Dinge herunterfallen, schwerer durchzuführen. Und ihr denkt, ihr habt im Blauen Palast die nötige Privatsphäre. Und wenn ihr mir einen leeren Raum finden könnt, ja. Ich bin nicht sicher, wie sie die Räume hier... Aber es geht nicht um die Umsetzbarkeit. Es geht darum, ob ihr solltet. Warum denkt der Verhälter sich so? Ich weiß es nicht. Es könnte der Stress der Vergangenheit sein. Nun, das hatte früher schon schlimme Folgen. Für Leute in seinem Umfeld. Ihr seht ihn. Es wird für uns alle das Beste sein. Zumal seine Vorliebe dafür, sich in Handgemenge zu verwickeln, aus denen er nicht günstig wieder herauskommt, einen gewissen Auftrieb brauchen könnte. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ist ihm bewusst, dass ihr ihn damit in der Hand habt? Habt ihr ihm das gesagt? Nicht in so vielen Worten. Ich habe ihn allerdings versprochen, ihm einen magischen Dolch mitzugeben, mit dem er den Dämon abstechen kann, wenn es soweit kommt. Und werdet ihr das tun? Warten wir ab, wie es läuft. Ich sehe schon kommen, dass das der zweite Paktkreis für Diamantis wird. Nun, ich denke... Die Möglichkeit besteht, aber es ist ein Wackelratz-Dämon, so er müsste sich nur Kontrolle über Gehörnte als Paktgeschenk holen. Ja, aber sonst verrät der Gorolobi auch. Jo, ich habe das ja schon über dämonische Hilfe. Nun, ich denke... Selbst wenn ihr ihn nicht allumfassend aufgeklärt habt, jeder denkende Mensch kann sich vorstellen, was es bedeutet, sich von einem Dämonologen einen Dämon um den Hals hängen zu lassen. Oh, sicher, sicher. Und nun, wenn er selbst dieser Sache zugestimmt hat, dann... Und euch konnte man ja sowieso noch nie davon abhalten zu tun. Was ihr eben tut. Aber Kapitän, ja, ich würde dem Mann doch nie einen Dämon ohne seine Zustimmung anlegen. Dann wünsche ich euch beiden viel, was auch immer, bei eurem Unterfangen. Ich bin sicher, es wird der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Ja, und sagt ihm nicht, dass ihr Bescheid wisst, ja? Nur für den Fall der Fälle. Wollt ihr... Seien wir ehrlich, in dem Moment, wo ihr aus dieser Tür hinausgeht, werde ich sehr angestrengt versuchen zu vergessen, dass wir dieses Gespräch geführt haben. Deswegen habe ich euch vom Markt eine Flasche Wein besorgen lassen. Ihr seid so liebenswürdig. Dann gehe ich mit Gewinnerlächeln von dann. Ja, so verstreicht die Zeit. Boltax kann gemeinsam mit dem Zwergenkapitän noch einmal über das eigene Schiff gehen und ihm das zeigen. Denn du hattest ja auch bereits seine eigene Konstruktion erkannt. Eine gewaltige mechanische Schildkröte, auf der du gewandelt bist. Da ist auch als Besonderheit A, sie funktioniert ohne Segel und B, das Ruder befindet sich ganz vorne und nicht ganz hinten. Und mittig. Das ist also sein kleines eigenes Schiff, die Seeadler von Xorlosch. Und so läuft er dann gemeinsam mit dir übers Deck, unterm Deck, wird nach den Dampfkesseln suchen, die ihr natürlich nicht habt, wird fragen, warum ihr Wind braucht oder wieso ihr das Steuer hinten eingebaut habt. Das macht ihr überhaupt gar keinen Sinn, dann kann man ja gar nicht gucken. Und das weiß ich. Das weißt du selber nicht, ja genau. Leute, also warum wir Wind benutzen, kann ich ihm eine schöne geodische Antwort geben. Nun, die Elemente tragen uns selbstverständlich. Es ist das Wasser, auf dem wir gleiten und der Wind, der uns vorantreibt. Nur in Einklang können die Elemente funktionieren. Bei euch ist es ja auch so, das Wasser wird erhitzt in den Dampfkesseln und es wird dann zu Windkraft. Nun,
eine andere Möglichkeit, nicht wahr? Oder mit dem Wind haben wir nichts zu tun. Wir leiten die Energie direkt um in die Flossen der Schildkröte. Ja. Da ist kein Wind. Und wir haben viel mehr Eisen. Nun, Dampf ist, wie es in Dampfkesseln erzielt wird, nun elementare Luft vermengt mit elementarem Wasser. Es enthält also quasi schon den Wind, aber das spielt jetzt nur eine Untergeordnete. Okay, das ergibt mehr Sinn. Aber wir haben mehr Dampf als ihr in euren Segeln. Also ist unser Schiff besser und schneller. Oh, du hast Abel mir noch nicht kennengelernt. Der hat auch ganz viel Dampf unter seiner Schädeldecke. Wie gesagt, mein Schiff ist einfach besser als euer Schiff. Ich muss die gute Angraschminia mal fragen, ob sie bei uns vielleicht die Dampfkesselwartin machen möchte. Vielleicht hat sie ja Lust dazu. Gebraucht. Ich bezweifle das. Ich frag sie einfach mal. Das kannst du ja später noch machen. Ich muss dir noch ein, zwei weitere Sachen zeigen. Gonnech zum Beispiel. Das ist ein guter Freund von mir. Und Tak von Kekrach und Rafim. Den hast du ja auch schon kennengelernt. Ja. Guck ich mir mal an. Wo habt ihr neue Bier versteckt? Zeig mir mal eure Biervorräte. Gehen wir mal in die Kombüse. Dann gehen wir zum Bier. Das zeige ich selbstverständlich. Ich habe auch immer Bier dabei für ihn, dass er sich hier wohlfühlt. Sehr gut. Ja, einige Stunden später könnt ihr dann allesamt gemeinsam in der Kapitänskajüte eintreffen. Wenn ihr dort noch etwas besprechen möchtet, ansonsten schreitet die Zeit grausam voran. Kapitania, wir verweilen erst einmal hier, soweit klar. Aber was ist danach der Plan? Ich denke, wir sollten unsere Angelegenheiten in Keshal Tarif abschließen, bevor wir uns wieder auf See begeben. Denn wenn wir das tun, keiner kann wissen, ob wir jemals wieder zurückkehren. Und nun, ich würde meine Angelegenheiten hier gerne geordnet hinterlassen. Ja, also, wir haben ja jetzt diese Lampe. Dann können wir den Geist auch in die Lampe hineinladen und ihn mitnehmen. Traut ihr euch denn zu, den Geist hinreichend zu beherrschen? Oder wie bekommt ihr ihn in die Lampe? Oh, ich frage ihn erstmal nett. Zulamin sollte in diesem Fall natürlich nicht dabei sein. Im Zweifelsfall werde ich ihn vermutlich wirklich beherrschen müssen, aber das will ich eigentlich nicht. Außerdem ist das so anstrengend. Ja, natürlich. Nun, ne. Naja. Dann wären wir das zumindest los und können mit dem Gast zu einem genehmen Zeitpunkt verfahren, wie wir wollten. Das klingt vernünftig. Das ist richtig. Außerdem erinnert ihr euch, nein, ihr wart ja gar nicht dabei, aber diejenigen, die damals bei der Eroberung von Warung dabei waren, dieser Alchemist, der mit diesen Sachen rumgeworfen hat, erinnert ihr euch? Alus Mengrave. Ihr habt Mengrave getroffen. Ja, kurz vor dem Ende. Ihr habt Mengrave umgebracht. Ja. Ich nehme an, ihr habt seine Aufzeichnungen nicht. Doch. Tatsächlich. Warum habt ihr mir nichts gesagt, aber mir? Dies könnte sehr relevant für uns werden. Nun, ich kannte euch noch nicht so gut und ich wusste nicht, ob ich euch vertrauen kann. Ja, das ist, ja, nun gut. Nun, wie dem auch sei, jedenfalls hat er uns mit Artefakten beworfen, die im Kontakt mit uns dann ihre Wirkung erst entfaltet haben. Er hat nicht wirklich gezaubert, aber ist es denn theoretisch möglich, einen Zauber in so ein Artefakt zu legen? Interessant, dass ihr fragt. Seht ihr, einerseits, ja, es ist möglich, ein flüssiges Artefakt zu erstellen, das, wenn es getrunken wird, seine Wirkung entfaltet. Die Vorteile sind vor allem, dass es leichter ist, die Wirkung mittels empathetischer Alchemie an die Flüssigkeit zu binden und die so einen Teil der eigentlichen Erschaffungsmatrix an eine diesfährige Komponente binden könnt, was euch den Gesamtprozess erleichtert. Aber, so wie ihr es beschrieben habt, war es in der Tat kein solches sogenanntes flüssiges Artefakt, sondern einfach nur eine Flüssigkeit, an deren Freisetzung der Auslöser des Artefaktes gekoppelt war. Nun, so oder so, meine Frage bzw. meine Idee war, wenn ich durch meinen Freund, den Druiden, eventuell in die besondere Lage käme, über den Zauber zu verfügen, der nun ja die Seelenwanderung ausgelöst hat.
und wir ein solches Artefakt herstellen könnten. Gewissermaßen wie so ein Zwei-Komponenten-Gift. Und wir geben eins dem Geist zu trinken und eins mogeln wir die Miona unter. Dann müssten sie die Körper tauschen, oder? Ich verstehe. Nun, für gewöhnlich bedingt. Man müsste eine Verbindung zwischen den beiden Teilen des Artefaktes herstellen, tatsächlich einen entsprechenden Trank mit einzubinden, dessen Gesamtheit dann die beiden Teile des Artefaktes darstellt, könnte in der Tat... Ja, warum eigentlich nicht? Es könnte gehen. Dann brauchen wir für den Geist aber immer noch einen Körper, oder? Genau. Ja. Er muss ja etwas trinken können. Nun, ich werde einmal versuchen, in Erfahrung zu bringen, ob unter den 26 neuen Geweihten, die sich angeblich in der Stadt aufhalten, auch jemand von den Mabiden befindet. Wobei ich von diesem Vorschlag nicht vollends überzeugt bin. Zulamif fällt gerade wieder ein, dass es Diamantis war, der diesen Vorschlag gemacht hat. Und zwar in einer sehr seltsamen Situation. Nun, ich erinnere mich daran, dass ich die Nachricht für Rachno aufsetzen wollte. Habt ihr schon einmal an einen künstlichen Körper gedacht? Deswegen ja eine Nachricht an Rachno. Er hat ja bereits imposanterweise zur Schau gestellt, wie so etwas aussehen könnte. Ja, ihr schlug das damals für Avianda vor. Damals lagen die Dinge anders, aber ich denke für die Miona, die wir ohnehin... Nun ja, vorzugsweise in Borons Hallen, wahrscheinlicher in die Niederhöllen schicken wollen, wäre ein künstlicher Körper wohl mehr als gut genug. Was wolltet ihr sagen, Abelmir? Ich bin mir nicht sicher, ob wir in dieser Angelegenheit... Ach, nur Verzeihung? Ja? Wir haben draußen noch eine Besucherin. Um wen handelt es sich? Eine Elfertgeweihte. Sie sagte, sie ist angekündigt. Ja, bringt sie herein. Okay, Moment. 2 Minuten später öffnet sich die Tür und der Wachmann schickt eine ältere, um die 60 Jahre alte Person hinein, die in eine abgerissene Effortrobe gekleidet ist. Sie hat einen grauen Dutt und strahlend blaue Augen. Verborgt sich dann einmal vor euch allen. Ratschert zum Gruße. Ihr müsst die Hüterin des Effarthorns sein. Effart mit euch. Ich bin Yella Gorjek. Korrekt. Ich wurde bereits angekündigt. Ja, Rabenmund hat von euch gesprochen. Wir wussten nicht, dass ihr uns gleich aufsuchen würdet, aber ihr seid willkommen. Ausgezeichnet. Ich habe euch das Effarthorn von Rhetes mitgebracht. Auf göttliche Weisung. Dafür sind wir euch unendlich dankbar und selbstverständlich auch Effort, wenn ihr sagt, dass es auf seinen Befehl hin geschah. Selbstverständlich. Sie setzt sich dann auch einfach an den Tisch zu euch und schaut dann ja jeweils zu euch, wenn sie dann drüben bei dem Sofa sitzt oder aber an dem Tisch. Dürfte ich das Horn haben? Ich habe noch einige Bedingungen. Ich würde es euch selbstverständlich geben, immerhin ist es Effort Wille, aber ich muss natürlich auch wissen, dass es bei euch in den richtigen Händen ist. Naja, ich habe einen Pakt mit dem grauen Mann, also ist es in richtigen Händen. Ich bin dem Wasser verpflichtet und gewissermaßen dem, was ihr als Effort versteht. Außerdem bin ich der Erwählte von Echalven. Also so oder so, es ist bei mir in den besten Händen, die ihr euch vorstellen könnt. Davon habe ich bereits gehört. Sie greift in ihre tiefen, wallenden Gewänder und holt es dann einmal hervor.